Der 21. Juni, Tag von Compiègne. Das Denkmal gallischen Hochmuts wird mit der Reichskriegsflagge bedeckt. Die Ehrenkompanie marschiert auf. In der Mitte des Platzes der Wagen des Marschall Foch, in dem die Verhandlungen vom 11. November 1918 stattfanden. Mais Paris, libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière.